Ja, was ist X-Peer eigentlich? X-Peer ist das digitale Austauschformat von TutorInnen für TutorInnen, das im Frühjahr 2021 an der Freien Universität Berlin entwickelt wurde. Es versteht sich nicht nur als Austauschformat zu unterschiedlichen Themen und auch zu fachspezifischen Belangen der TutorInnen an der Freien Universität, sondern es versteht sich vor allem auch als hochschulübergreifendes Austauschformat. Und deswegen ist und bleibt es ganz bewusst ein digitales Format. Es ist ein Austauschformat auf Peer-Ebene von TutorInnen für TutorInnen. Das heißt aber nicht, dass wir MentorInnen ausschließen. Das heißt, alle, die in der studentischen Lehre tätig sind, die Gruppen an der Hochschule und an der Universität leiten, sind in diesem Format herzlich willkommen. X-Peer ist ein praxisbegleitendes Angebot. Denn wir haben festgestellt, dass TutorInnen, die starten in die studentische Lehre, ja mit einem Basismodul oder bei uns auch mit Planungs- und Methodenwerkstätten einen guten Grundstein legen können, dass aber tatsächlich semester- und praxisbegleitend der Austausch und der Bedarf nach Themen- und fachspezifischem Austausch kontinuierlich wächst. Gefördert sicherlich auch durch die pandemische Lage und die digitale Zeit, in der wir ja die letzten Semester tatsächlich auch alle gemeinsam unterwegs waren, kommen wir jetzt an einen Punkt, wo zum Teil auch Präsenzveranstaltungen schon wieder stattfinden, aber dieses digitale Austauschformat im Bewusst bleibt, weil wir TutorInnen unterschiedlicher Standorte auch zusammenbringen wollen. X-Peer haben wir auch schon in einem hybriden Setting ausprobiert. Dazu würde ich gerne nachher auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, wie funktioniert X-Peer? X-Peer ist also eine Veranstaltung, ist ein Format, meistens so eine Stunde, was wir ganz bewusst synchron auch anbieten, bei dem Tutoren und Tutoren in den Austausch kommen. Und wenn TutorInnen sagen, sie würden gern selbst eine X-Peer-Veranstaltung stellen, sie würden selbst gern ein Thema einbringen, dann geht das zum einen erstmal darüber, welche Bedarfe sie aktuell haben, welche Herausforderungen sie sehen, welche Best-Practice-Beispiele sie selbst auch haben, die sie in die Community einbringen möchten. Aber auf der anderen Seite auch immer wieder die Frage, habe ich vielleicht auch eine Herausforderung, habe ich ein aktuelles Problem, was ich gerne mit anderen Tutoren und Tutoren besprechen möchte. Das heißt, vorab stellen wir tatsächlich immer die beiden Fragen. Welches Thema kannst du in die Community einbringen? Und zweitens, welche Lösungen, welche Ideen, welche Erfahrungen hast du, die du mit einbringen kannst? So entsteht kontinuierlich eine Community of Practice, eine Community, in der Tutoren und Tutoren sich gegenseitig stärken, selbst wirksam Themen einbringen und selbstbestimmt. Wir haben jetzt im Sommer mehrere Veranstaltungen schon durchführen können. Hatten hier zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema Umfragen und Biss in Laborpraktika. Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Podcasts in der Studieneingangsphase, wo wir auch zahlreiche MentorInnen angesprochen haben, die dann eben auch in die Veranstaltung gekommen sind. Und wir planen aktuell weitere Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Schreibtreffs in den Geschichts- und Kulturwissenschaften oder eben auch das Spannungsfeld der Notenvergabe durch TutorInnen. Haben einen Tutor, der da aktuell die Herausforderung hat, ja, Nähe und Distanz immer wieder in den Fokus zu nehmen, weil er selbst auch Noten vergeben muss und Notenvergabe mit vorbereiten muss. Es entsteht eine Community of Practice, mit der wir über das Semester weiterarbeiten. Ja, was leistet X-Peer dabei? X-Peer hilft neuen TutorInnen,
schneller an Bord zu kommen. Das heißt, sie vernetzen sich über das Format, zum einen am Standort, aber eben auch deutschlandweit, themen- und fachspezifisch, denn es gibt ja auch Studiengänge, in denen TutorInnen ganz allein tätig sind. Da haben sie niemanden, mit dem sie sich sozusagen auf Peer-Ebene austauschen können. Und themenspezifisch funktioniert das vielleicht auch an der Universität nicht, weil die anderen TutorInnen ganz andere Aufgaben haben. Da ist es, bietet es sich einfach an, auch hochschulübergreifend zusammenzuarbeiten. Wissen, Erfahrungen gehen nicht verloren, werden weitergegeben. Auf der Peer-Ebene. Wir stellen immer wieder fest, dass TutorInnen sehr dankbar sind für die Möglichkeit der Weitergabe ihrer Erfahrungen. Sie haben sozusagen auch das Gefühl, dass die Erfahrungen, die sie gesammelt haben in den 2 Semestern, die sie zum Beispiel als Tutorin oder Tutor tätig waren, nicht verloren gehen und dass es da eine Community gibt, die eben auch sehr dankbar ist, wenn sie davon erfährt und dieses Wissen eben auch mit weitergeben. Und ja, und letztendlich stärkt dieses Format die Selbstwirksamkeit der Studierenden. Wir begleiten die TutorInnen bei der Vorbereitung, bei der Durchführung der Veranstaltung. Auch unsere Rolle verändert sich dadurch. Wir werden an dieser Stelle auch Lernbegleiter. Das heißt, TutorInnen haben die Möglichkeit, das, was sie in Basismodulen, Planungs- und Methodenwerkstätten, die Grundlagen, die sie dort erworben haben, direkt auch anzuwenden, weil sie die X-Peer-Veranstaltung allein oder im Tandem auch planen. Wir dabei unterstützen, vielleicht auch noch weitere AkteurInnen mit in die Veranstaltung zu holen. Und wir unterstützen letztendlich auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe hier noch mal ein paar Stimmen mitgebracht von TutorInnen, die bei uns in X-Peer-Veranstaltungen schon waren. Und letztendlich stellen wir ganz oft fest, dass die TutorInnen, die eine X-Peer-Veranstaltung bei uns mal besucht haben, tatsächlich dann auch, weil es eben auch ein sehr niedrigschwelliges Format ist, dann eben sehr schnell auch merken, ja, ich habe auch ein Thema, was ich gerne einbringen möchte. Die TutorInnen melden sich dann bei uns und wir planen dann gemeinsam mit ihnen diese Veranstaltung, die wir semesterbegleitend dann eben auch platzieren und hochschulübergreifend, zum Beispiel auch über das Netzwerk Tutorienarbeit bewerben. Bei uns an der Freien Universität ist es eben ganz bewusst in Ergänzung zu den hochschuldidaktischen Grundlagen im Basismodul der Planungs- und Methodenwerkstatt als praxis- und reflektierendes semesterbegleitendes Angebot platziert. Ja, vielen Dank an dieser Stelle.